Okay. Ihn, bevor ich sterbe. Mach ich denn jetzt? Laufe ich richtig? Nein, ich laufe falsch. Ist Hast du das. die Transformier-Animation von Blade of Mercy, von Blade of Mercy angeschaut? Ei. Finde ich geil aus, oder nicht? Ja, die. Oder der hat doch einen Fallangriff, oder? Keine Ahnung. Wo der nach vorne Den habe springt ich und jetzt noch nicht dann. angeguckt. Ich glaube, es war der L2, war das. Okay. Kinda alive, I guess. Okay, was mache ich denn? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich die 39.000 Blutriches machen soll. Ich hätte die noch nicht verkaufen müssen. Ich hab 19 Einsicht wegen der heißt. Okay, der lässt sich nicht staggern. Also, ihr wisst schon, Hab nicht den staggern, Nabelschnur sondern. benutzt. Huch. Ich den Nabelschnur benutzt? Ich habe diesen Nee, Gegner noch ich. nie so lange gesehen, weil er wie instant tot war. Was macht er da? Welcher Boss? Welcher Gegner? Dieser Typ da unten, der kriegt fast gar keinen Schaden. Okay, Typ da unten. Ja, ich habe mich gedroppt. Oh nice, jetzt bufft er sich Ach auch noch. der! Das ist ein Boss, der kommt nur in den Chest. Ich weiß nicht, ob es ein Boss ist, aber ein Mob, der nur in den Chest. Ich glaube, es war sogar ein Boss in den Chest. Ich mach schon so gar keinen Damage. 30, wie süß. Bisschen unterlevelt, glaube ich. Ja, der macht mich auch, der two-hittet mich auch. Oh shit. Komm. Am besten Blutechos farmen, I guess. Ich würde sagen, wir bringen uns alle erstmal wieder 25. Ich denke, 25 ist gut. Nein! Ich hätte ihn staggern können, weil ich dumm bin. Roll ich aber zurück, Alter. Ich mach das gleiche wie. Was auch. 25? Ja, gut, dann brauche ich noch ein Level. Ach ja, ich kann der Puppe ja noch das Haarschmuck geben. Den Schein dafür. Ich sterbe Den so kann man ja heftig bei irgendwo dem. eintauschen, ne? Wie Ja, die ich neue würde Waffe. Die sagen. Waffe ist schon gelevelt. Ich denke, wir bringen uns einfach alle auf Level 5. Ich denke es. Ja. Meine Güte. Jetzt So. auch ein bisschen besser ausgerüstet. Ich habe sogar eigentlich meine Endgame-Waffen. Das Ding ist, wieso kann ich kein Feuerpapier kaufen? Ich müsste das auch wenigstens im Inside-Shop machen können. Dann nicht, kaufe ich mir einfach Molotow-Cocktails für Amelia. Molly Cocktail. Brrr. Müsst ihr mit Feuerpapier Amelia war arbeiten? ja. War die auch gegen Donnerschwach? Oder? Ich komme mir gerade vor wie bei Monster Feuer. Hunter. Gegen Feuer, aber Feuer. ich glaube auch gegen Blitz. Aber Blitzpapier haben wir noch gar nicht. Was Ah, ist doch, denn Tony, du hast Kelch-Dungeons? Hi! So. Ölohnen kann ich noch ein paar Stück kaufen. Wir müssen uns noch umgucken. Wir bekommen da in dem Gebiet irgendwo noch betäubender Nebel oder wie das heißt. Behält sie dann davon auf, sich zu heilen. Seid ihr jetzt in dem Amelia-Gebiet unterwegs oder? Nö, ich bin noch im Traum. Ich bin jetzt da ganz unten halt. Wie gesagt, da wo ich gedroppt bin. Hoch, was ist das denn für. Ach, ganz runter. Ach ja, Ganz okay. runter, War ja. das eine alte Werkstatt? Ich bin noch nicht. Ähm. Zu dem Tonitrux-Gebiet kommen wir halt noch später. Story-based, da muss ich jetzt nicht hin. Da gibt es jetzt nichts Besonderes. Ja, nee. Nur als Also es dann die Free würde ich jetzt nicht Gabel. unbedingt sagen. Der war schon hart. Hat du das Ding gemacht? Ja. Au. Nein, ich will nicht Ah! zu alt, Jana. Ah. Hunde, no! Tut mir das nicht an, keine Hunde. Ah. Okay, gut. Alles im grünen Bereich, Leute. Aber wir Wenn können die trotzdem Hunde so. plötzlich 3-Hit sind. Ich muss kurz mit einem NPC reden. Ja, geh mal ein bisschen psychisch warm. Du hängst gerade ein bisschen hinterher, weil du die ganze Klamotten kaufen musst. Meint ihr nicht? Oh, ich freue mich schon, wenn ich meins das komplett habe. Ich liebe das Rakuyo. Aber ich bekomme das natürlich im letzten Gebiet im ganzen Spiel. Das ist doch geil, oder? Wir könnten theoretisch auch früher ins DLC gehen, wenn du so wahnwitzig bist. Oh, guck mal, hier ist ein Typ mit einem Sack. Wollen wir den Funk pullen? What? Was ist los? Okay. Was ist los? Der hat mir einfach ins Gesicht getreten und ich bin gestorben. Ja. Der Sacktyp, ja. Es Christian macht einen Ich Ausflug. hatte schon sehr viele Leben, aber das ist eigentlich ganz gut, dass der mich gekillt hat. Das müsste ja jetzt Ach Dingens, Mann. oder? Ja, du bist jetzt eingetütet. Ja, es hat geklappt. Nice. Intended, Leute, das wollte ich nämlich. Wenn man sich nämlich von dem Typen mit dem Sack töten lässt, wie ihr gerade hier seht, wird man in Ja, den dann. Knast gesperrt. Ja. Aber ja, man kommt auch später Story-based und da wir eh nichts. Kommen wir doch erst irgendwas Wichtiges. Ja, wir können halt Pal jetzt schon machen, aber. Palul. Ich würde jetzt in diesem Zustand ist Pal, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Mittelschwer.
Aber ich glaube, wenn wir den machen, wenn wir da Storybase sind, dann ist das schon zu spät, dann ist der mega free. Der Typ mit dem Sack. Richtig, ich war hier noch nie übrigens. Oh. Ach, du hast dich noch nie abschleppen lassen? Ich habe Bedenken für eure Sicherheitsvorkehrungen hier, liebe Leute. Kann ich die wieder zumachen, wenigstens? Ja, dankeschön. Palo, ich habe Pal nie Early Game gemacht, muss ich dazu sagen. Nur halt später. Und da war der halt ja, relativ easy. Ja. Aber der ist ein cooler Boss, ich mag sein Design. Das stimmt. So, ich habe durch Zufall jemanden aus der Community über ein Flohmarkt-App getroffen und Pokémon Pair gekauft. Das klingt random. aber ja, schön. Und dann hoffe ich, dass du Spaß mit dem Spiel haben wirst. Kriegst mit Menschen zusammen. Ach komm! Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ey, guck mal, die Hexe vor dem Weg. Ah! Die hat da gecampt, Leute. Ja, die Hexen sind so ekelhaft in diesem Spiel, Mann. Ich will einfach nicht wissen, was genau die da. Die haben mich geone-shottet übrigens. Ja. Die eine hat mich festgehalten, dann hat die eine mir die Kehle aufgeschützt und die andere hat weiter auf mich eingeprügelt. Ach, da bist du. Ja, ich bin direkt wieder gestorben. Ja, das ist so richtig so ultra debated. Ja. Alle, die unter 16 sind, mal weggucken. So. Nochmal, wo gehe ich denn jetzt hin? Wie gesagt, ich habe mich nie kidnappen lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier wegkomme. Wenn du ein bisschen weiterläufst, kommst du irgendwo Treppen hoch. Da gibt es sogar noch ein NPC, was wir für Dinge zu bräuchten. Also für eine Sidequest halt. Das sah schmerzhaft aus. War auch schmerzhaft. Hat sich sehr angezogen. Aber Talien müssen wir. Entschuldigung. Ups. NPC. Okay, irgendjemand hat ja gequatscht. Von wo kam das jetzt? Ja, wahrscheinlich der NPC, den wir brauchen. Die Nonne. Du da in der Ecke? Oh, hi. Du bräuchtest das Ding jetzt, Sidequest zu starten, brauchst du... Moment kurz. Oh, wow! Still mal! Brauchst du Klamotten aus der, von der Kirche. Ah, okay. Also zum Beispiel Gascoins Gewand reicht, oder ich glaube auch sein Hut. Habe ich aber alles nicht dabei. Sein Hut reicht? Ich glaube schon, ja. Dann erkennt sie dich schon, dass du von der Kirche bist. Töte sie, Sui Rage! Die habe ich nie getroffen in meinem ersten Playthrough. Wie gesagt, ich war hier nie. Also, nicht am Anfang. Okay, der Angriff der Waffe kostet dort länger. Wer dauert länger? Der Schuss mit dem Gewehrsperr dauert länger als mit einem... So, also da sind nur die Killer-Omas. Das ist Darth Twin Rover. Dann gehe ich mal weiter nach oben. Twin Rover. Oh, warte mal, ist hier nicht der Raum mit den Jägern? Da ist noch so ein Sacktyp. Oh, da ist noch ein zweiter. Ah! Fucking hell, ey. Ja, ich glaube, die Sacktypen sind nicht mehr da, wenn du Story-based reinkommst. Boah, mir erschrocken gerade, Mann. So, ich habe hier eine Lampe angezündet. Alles gut. Ich gehe, glaube ich, mir erstmal hier weg. Ja. Okay, also, wo wollen wir jetzt hin? Moment kurz. Klamotten von der Kirche hört sich komisch an. Ja, ich nehme mir mal welche mit jetzt. Also Gascoins Sachen reichen, meinst du? Müsste eigentlich. Müsste eigentlich, so, so. Müsste. So, so. Warte mal, die habe ich ja gar nicht. Aber die kann man sich für Einsicht kaufen, oder wie war das? Ja. Oh. Was kann sich mit Einsicht kaufen? Bei jedem Hunter, den du klatscht, kannst du die Sachen kaufen. Genau. Ich glaube, sein Hut kostet nur eins oder so. Der Hut reicht? Hm? Der Hut reicht, sicher? Ich meine schon. Ich habe ihn damals auf jeden Fall zwar nur mit dem Dings gemacht, aber ich meine, der Hut reicht auch. Mit seinem Gewand gemacht. Also ich habe den nicht komplett angezogen. Brauchst du auf jeden Fall nicht das komplette Set, da bin ich mir sicher. Dann hole ich mir jetzt nur den Hut und hoffe, dass das ausreicht. Dann hole ich mir die jetzt mal da weg, die... Ja, Gascoin ist ja ein Jäger der heilenden Kirche. Könnte ich ja eigentlich auch noch mal. Schön mit Gascoins Hut. Weißt du, läufst du da normal hin? Keine Reaktion. Hast einen Hut auf? Oh, Mister. Oh. Ma'am. Wenn sie sieht, dass ich eine alte, gebrechliche Frau bin, wird sie sich bestimmt dazu bereit erklären. Ist Eileen denn so alt? Ich dachte mal, das ist voll die. Ja, Eileen ist alt.
Aline ist eine alte Jägerin. Hübsche. Dachte ich auch, aber das ist nur unser dummes Klischeebild, was wir im Kopf haben rüber. Sie erzählt nämlich, dass sie mega alt ist und von alten Jägerzeiten redet und so weiter. Sie war halt auch, wie wir, mal ein Jäger des Traums. Und hat das Ende bekommen, was ich mal auszusehen bekommen habe als erstes. Ah, dieses, ja, ich dachte, ich muss da drücken, dass du mich umbringen soll. Genau. Und, hey, warum das denn? Genau, und dann ist sie halt wieder da, nicht mal in den Traum gebunden. Und jagt halt Jäger, die vom... Bla. Okay, pst, ich muss mit dem NPC reden, mit meinem Hut. Junge, alle mal Lügentellien in den Chat, bitte. Lügentellien. Hat es mit dem Hut nicht geklappt? Hat nicht geklappt, ey. Lügentellien, Leute, let's go. Hut ist nicht cool genug. Dann nehme ich nur das Gewand. Schreib lieber Lügen-Omod, er meinte, der Hut reicht. Okay, Lügen-Omod, Leute. Let's go, Lügen-Omod. Mit einem Sui-Rage, bitte. Dankeschön. Ich schau jetzt nochmal nach, Moment. Lüger, genau. So ein Lügenlord. Ich kaufe jetzt einfach das gesamte Gewand. Hast du nicht gesagt? Weiß nicht, wie die Nonne heißt. Ich war mal NPCs einfach. Schau das jetzt nach. Lügen-Omord, Lügen-Tellien. Sehr schön, Leute. Vielen Dank. Schön, dass ihr kooperiert. No place to wake. Ja, Adela. Ah, hey, genau. Sie gibt auch einem ihr Blut. Ich glaube, das halte ich ein kleines bisschen und halte dich Zeit für. Paar Sekunden noch ein bisschen. So, da werde ich mal ganz kurz mein Cosplay aufgeben. Und mich als Gascoin verkleiden. Ja. Und dann machen wir das nochmal. Das Gewand selbst müsste auf jeden Fall reichen, weil damit habe ich es letztes Mal gemacht. Da hat es funktioniert. Man muss nicht ganz haben. Hätte ich auch gewundert bei einem Hut so, weißt du, irgendwie so, wenn ich so, oh, schicker Hut, du bist wohl der Mann der heilenden Kirche, weißt du, alles an. So es übelst, ist fucking Spiel, Alter. So übelst denk ranzig. Ja, einfach nur. Okay, hast du ein Set-Teile an, was zu einer Kirchenrüstung gehört? Also Rüstung ergibt ja schon Sinn, aber die anderen drei Sachen sind halt schon eher unauffällig. Ich meine, das Gewand bedeckt ja quasi 90% deines Körpers. Ja. Nein, das ist die Oma. Ich bin falsch abgebogen. Tut mir leid. Chillt da. Bleibt weiter da, macht ein Teekränzchen oder was weiß ich. Ups, mein Controller ist leer. Nein, nee. Der Controller, Leute! Forkre! Fork! Borales, danke für deinen Sub und willkommen bei den Glücksknüllchen. Dankeschön. Oh, dankeschön. Oh, dankeschön. So, hallo. Ich rede nochmal mit Ihnen, Leute. Kabel geht's. Sie sagt so, euer Gewand. Alter Omord, please. Was ist mit ihren Augen? Holy shit! Ja, lass mich mal von dem Typen töten. Leute, gebt euch mal die Augen von ihr! Ist die Perspektive? Nein, die sehen so aus. Das ist mir nie so aufgefallen. Ach du Scheiße! Komm, töte mich doch! Danke. Okay, das war das Licht. Spiel darum, bitte getötet zu werden. Okay, das war nur das Licht. Das war nur das Licht, Leute. Das war nur das Licht. Ich... Hast du mal ab und an die Augen von Anna in Rush gesehen? Die sehen gruselig aus. Wie die shield, Mann. Wie kann sie shielden mit einem Auge? Nein, mit den Jungs-Skins. Ach so. Das ist jetzt wirklich komisch, sind ihre Augen wieder komisch. Es waren noch viele andere hier, aber sie wurden weggebracht. Ja, ich bin im Gefängnis. Ich brauch die Katze jetzt nicht. Ach ja, man kann sogar Einsicht dafür. Stimmt ja. Eine Einsicht. Die Höhe ist stampfig. Oh Gott, nein. Rape Dungeon. Aha, so. Robot, by the way, falls du gerade nochmal dazugekommen bist, nur Gascoins Hut funktioniert nicht. Man braucht schon das Gewand. Ich bete für eure erfolgreiche Jagd, gütige Jägerin. Ich werde sobald. Oh, Stress, lass nach! Ich kämpfe mich hier gerade durch die Sackopas durch. Okay, cool. So, jetzt kann ich mich erstmal wieder umziehen. Jetzt merkt sie so.
Hey, sie ist gar keine Frau der Heiligen Kirche. Brennt sie nieder, verdammt nochmal. Die Krähe. Moment mal, du betest gar nicht. Du musst der Mörder sein. Du be... Das klang nach einem Actual-Zitat, oder hast du das gerade ausgedacht? Was auch. Na, Kinder, wer kennt das? Ich nicht. Ich habe auch angefangen, Bloodborne zu zocken. Hast du ein paar Tipps, Sui? Ja? Don't get hit. Get good. Don't die. Just don't die. Don't die and get good. Das ist der beste Tipp, den ich dir geben kann für dieses Spielen. Ne, jetzt ernsthaft. Geduldig. Geduldig spielen und nicht greedy sein. Awesome Creed, richtig. Die Frau habe ich aus Versehen getötet. Wie hast du die aus Versehen getötet? Wahrscheinlich einfach hingerannt und zack, einfach weggeschlitzt. Also, oh, das war ja gar kein Gegner. Einfach weiter drauf zimmern. Wahrscheinlich einfach Angst gehabt. So, oder da ist ein Gegner. Ich muss hier alle abschlitzen. Alles ist mir böse. Ein Ring, ein Herzteil, ich muss beides haben. So, ich muss erstmal ein paar Blutfiolen farmen. Beziehungsweise Blutechos, damit ich mir Blutfiolen kaufen kann. Nicht leveln. Hä? Nicht leveln. Ich hab eine Blutfiole, my friend. Ja gut. Eine, Talion, eine! Gut, kurz. So wie ich damals den Händlern Dark Souls getötet habe, ja stimmt. Da wollte ich den Controller weglegen und beim Controller weglegen habe ich die Schultertaste berührt und da habe ich den Händler einfach voll ins Gesicht geschlitzt. Er wollte mich danach töten, aber ich habe dafür eine der besten Waffen bekommen, wie mir gesagt wurde. Also hat sich's gelohnt, I guess? Welcher Händler? In Dark Souls 1. Achso, 1, würde schon sagen. Das sind 3 gerade. Bin ich schon da? Ich freue mich auf Dark Souls Remastered, das wird Spaß. Aber ich will eh kein Geld dafür haben, haha. Was? Wo ist sie? Mädchen, da bist du. Wow! Oh Gott, er hat mich erschrocken. Oh Gott, ich muss ja meine Blutdichtung wiederholen. Total vergessen. Was, wieso bin ich vergiftet? Wo bist du gerade? Der Wolf, beim Wolf. Bei den Wölfen. Aua. Das ist auch super. Oh, du trägst Kirchenklappern. Oh, du hast mich gerettet. Deswegen gehe ich jetzt selbst dahin. Hä? Es gibt sogar ein NPC in dem Spiel, da macht man das Gegenteil von dem, was du ihm sagst. Ja. Und sagt dir auch das Gegenteil der Wahrheit. Das heißt, wenn man den zur Kapelle schicken möchte, muss man sagen, dass er zur Josefka-Klinik gehen soll. Deswegen gehe ich jetzt mal die Josefka-Klinik triggern. Ich habe gerade bei der Nonne gesehen, dass ich Josefkas Sidequest noch gar nicht angenommen habe. So. Ja, ist same. Tja, jetzt bin ich schon wieder fast tot. Ich bin gerade nicht so in der besten Situation. Habe ich die Oma schon noch hingeschickt? Ich glaube nämlich nicht. Greed ist super. Weiß ich nicht. Naja, Ludwig hat mir eines gelehrt. Greed ist scheiße. Und Ding jetzt auch. Sullivan. Ach, die weiß selber vom Cthulhu Ward. Okay. Sullivan hat einmal bei mir gefühlt nur noch ein HP gehabt. Und ich bin gestorben, weil ich greedy war. Die Gier war zu stark. Sie war zu mächtig, Leute. Okay, erstmal zum Traum zurückkehren. Okay, ich könnte zu Pal, wenn ich will. Will ich aber nicht. Bringt der Typ den Telly, meint er nicht eher einfach nur Tipps? Ich glaube, er ist auch für eine Sidequest da. Bin mir aber nicht sicher. Und für Lore, so ich weiß. Für Lore. So, dann level ich jetzt erstmal, damit Talion mich nicht baby-raged. Ich bin auf 25. Ich level mal nicht höher, level ich höher. Also, seid ihr so hoch? Aber ich so viel. Schön, weil ich so viel Knete ausgeben musste. Nee. Ich habe zwar mal ziemlich viel Knete auch für Blutfüllen ausgegeben, aber die kosten halt deutlich weniger als die Klamotten von Aileen. Es war ja auch nicht abgesehen, dass man unbedingt das Jägerabzeichen jetzt schon bekommen sollte. Von Aileen meinst du? Ja. Ja, vielleicht. Also. Naja. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Also, ich habe mir einen sehr. Falls ich noch zurückerinnern konnte, in den letzten Bloodborne-Stream, Leute. Also, ich habe mir einen. Für die, die nicht da waren. Der Kampf gegen Aileen war sehr souverän. Überaus. Überaus souverän. Was ist mit dir eigentlich mittlerweile? Geht's dir noch gut? Wer? Der Typ hier am Fenster. Und so. Ich glaube, der gibt jetzt den Mandelschein? Oder gibt es den Mandelschein erst nach, wenn es Nacht ist? Ich glaube, erst wenn es Nacht ist. Gib mir den Flammenwerfer. Genau, den Flammenwerfer gibt es jetzt. Den Mandelschein braucht man halt, um zu Amygdala zu kommen. Oh, den Flammenwerfer? Aber den bekommst du auch im Mandelschein, bekommst du auch, wie heißt's? Nur auf dem Weg zu den Hexen. Gibt es eigentlich in Bloodborne auch eine Waffe, die an Solaire oder Artorias angelehnt ist? Keine Ahnung. Eigentlich nicht, aber es gibt das Mond, das Mond dich groß schwer.
Mondlicht-Großschwert. Was es ja in der ganzen Souls-Reihe gab, auch in Demon's Souls, soweit ich weiß. Waren da schon immer so viele Händler an der Laterne? Oh. Das sind... Das ist... Händler, hier, Boten meine ich. Guckt euch das mal an bei mir. Das sind doch ein bisschen mehr als sonst, oder nicht? Wollen wir mal kurz... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Das sind gut fast 20 Stück. Moment mal kurz, will ich das mal schauen. Das ist mehr als sonst, holy shit! The fuck? Ist das ein Anzeigefehler? Alles klar, Mann. Bis zum ersten Mal. Bei mir sind es auch ganz viele gerade. Kapier ich nicht. Kapier ich nicht, Mann. Verstehe ich nicht. Ich will zur Klinik. Die Boden sagen aus, wie viele Leute in den Gebieten. Ja gut, wusste ich, ich habe das Spiel im Offline gespielt, also weil ich komplett Plus hatte. Ach so. So, dann gehe ich nochmal die Oma zur Kapelle schicken. Weil die gibt einem später Beruhigungsmittel und die braucht man in einem gewissen Gebiet. So. In welchem Gebiet denn, Talion? Kiosefka. Müssen sie da gegen einen Gegnertypen, gegen die besten Standards. Moment, ich habe eine Cutscene. Wunderbar. Ich habe eine kleine Bitte. Ihr geht bald auf die Jagd, nehme ich an? Also, wenn ihr Überlebende findet, sagt ihnen, sie sollen zu Josefkas Klinik kommen. Wenn sie noch menschlich sind, werde ich mich gemäß meinem Eid um sie kümmern, sie vielleicht sogar heilen. Diese Krankheit, diese Bestien, man muss sie nicht fürchten. Dieses Mal dauert die Nacht lang. Ich sitze hier zwar fest, aber ich möchte trotzdem helfen. Ich gebe euch sogar eine Belohnung für eure Mitarbeit. Alles so still gerade. Verlockend? Na, dann zieht los. So, Josefka ist damit getiggert. Findet, der noch ja, ja, weiß ich, weiß ich. Die Cutscene. Ich sag gerade wieder für eine Sekunde, mein Internet wäre wieder weg. Ja, alles gut. Warte mal, ist das schon die... ist das... Ach, ich kann einfach frei über die Lore und so weiter reden, oder? Wo ist denn der Gegenteil-Tag-Typ überhaupt? Ja, ich denke... Ja, es ist, glaube ich, jetzt schon die Fake-Josefka. Ich glaube, die kam schon nach Gascoin. Oh. Oh well. Oder kam die erst nach Amelia? Nee, ich glaube... Nee, ich... Sehen wir nach Amelia oder nach Gascoin, kommt schon. Weil, ich glaube, es ist halt die Fake-Josefka, die dich dazu bringt, die Leute dahin zu schicken. Hm. So. Oder sagtest du dir vorher auch schon? Talion, was möchtest du denn jetzt als nächstes gerne tun? Ich würde sagen, wir gehen jetzt. Du bist gerade. Habe ich gerade noch. Einen Non habe ich geholt. Die Oma habe ich geholt. Eine Belohnung etwa. Verdienste? Schön. Ich muss kurz meine Blutdichte holen. Dann, wenn wir im Kathedralenbezirk direkt hoch die Treppen. Dann da hochlaufen. Zweite große Tor öffnen. Und dann bei diesem großen Friedhof, wo diese beiden, die beiden Riesen sind. Ja. Ganz hinten nochmal das Tor öffnen. Also, wo willst du hin? Ja, genau. Erstmal bei Katharina ein bisschen, dann erstmal direkt hochlaufen. Geradeaus, rechts. Okay. Rübe, sollen wir beide dann noch die Eileen-Side-Quest selbst noch machen? Weil ja. Das kann die ja nicht machen. Wo wollte ich gerade hin? Achso. Ja, da wieso soll ich die denn nicht machen? Weiß ich nicht. Meinst du, ich habe den Questgeber umgebracht? Nein. Wir treffen doch dich, wir wollen doch deine Sidequest machen. Ach ja, mach meine Sidequest, das ist nett, dann gehe ich gleich zu euch ins Spiel und mach das für euch. Ja. Ein Fun Fact, das Moonlight Greatsword kommt von Kingsfield 4 und würde aber dem Spiel in jedem weiteren Spiel von FromSoft mitgenommen. Ist das Riku, der das gerade gesagt hat? Ja. Ja, ist das Riku? Das fällt dir manchmal ein, Mann. So klang das gerade. War Absicht. Du hast meine Blutdichte aus, gib sie her. Da oben ist zu, Leute, da kann ich nicht hin. Welch, wo ist du? Geradeaus rechts? Hä? Direkt geradeaus halt, ja. Ach, du bist ja an dem Dings gestorben, ne? Normalerweise, wo du ganz runtergegangen bist, bei dem Turm. Ach so, ich soll da nochmal hingehen. Wo der Sacktyp war, da musst du durch den Aufzug. Du kannst an dem Sacktyp einfach vorbeilaufen, weil links da noch so eine Gasse, wenn du da ankommst. Okay, Leute, mit null Blutfiolen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich weiß gerade aber Warte nicht, ob mal. Überlebe ich den Sturz denn überhaupt?